Wir sind am Netzwerkanlass von der Profolio Community und wir diskutieren und arbeiten an verschiedensten Aspekten von dem Profolio. Es sind Aspekte wie die gendergerechte oder genderinklusive Sprache. Das sind ganz technische Aspekte wie das Dateiablagesystem. Wir reden aber auch darüber, wie das Profolio möglichst wirksam im Unterricht kann eingesetzt werden kann. Es war so wie eine Feuerprobe, wie das neue Profolio bei den Fachleuten ankommt. Also Fachleute waren zum Teil ja jetzt Lehrpersonen, aber auch andere. Und ich muss sagen, die Resonanz ist eigentlich grossartig. Und mein eigener Eindruck ist, es ist so lustig. Man will unbedingt weiterfahren, wenn man etwas angeklickt hat. Es hat nicht überladen viel Text, es hat tolle Bilder und es hat vor allem sinnvolle Aufgaben. Also jetzt gewiss, es ist sehr innovativ, weil es ist ein digitales Lehrmittel, was gerade im Thema Berufswahl noch sehr wenig gibt, was wirklich auf der Schiene läuft von Persönlichkeitsbildung und Reflexion und in eine Tiefigkeit, die ich sehr, sehr schön finde. Alles, was da erwähnt worden ist, Hand und Fuß. Man merkt, die Leute sind sehr engagiert, sind sehr enthusiastisch, dass da etwas wirklich Gutes entsteht. Dass Lehrpersonen zusammen mit Leuten aus der Berufsbildung, zusammen mit Vertreterinnen und Vertretern von Fachthemen und eben natürlich auch dem S&P-Institut zusammen diskutieren, ich glaube, das bringt das Projekt weiter und ich glaube, das bringt auch das Netzwerk stärker zusammen. Ich finde das toll, wie sie all diese Sachen mit ins Boot nehmen. Ich habe noch nie das Gefühl gehabt, ich komme hier hin und dann schwätze ich einfach und es passiert nichts. Das kenne ich von Schmid und Schmid seit Jahren, dass sie eben immer die Zielgruppen befragen. Also einerseits die Schülerinnen und Schüler, aber die Lehrpersonen und Fachleute. Und das machen sie nicht einfach als Alibi-Übung, sondern weil sie nachher die Erkenntnisse eben auch einbauen wollen. Und sie arbeiten sowohl mit der Praxis wie auch mit der Wissenschaft zusammen. Und das gibt dann einfach sehr etwas Robustes und Stabiles und auch Modernes.